Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Jens mit den Huhns. Heute wollen wir mal in meiner kleinen Vorvoliere vor dem Auslauf einen Wetterschutz installieren. Ne? Ihr wisst ja, über den Winter habe ich hier immer eine Folie vorhängen und hier unter war so ein Abteil, wo sich die Huhnis noch reinsetzen können. Und das müssen wir jetzt mal alles neu machen, weil mit dieser Folie, das ist zwar schön, aber das ist nichts auf Dauer. Und deswegen machen wir hier jetzt mal eine Wand hin, so einen Meter mit einem Hühnerschlupf und dann den Rest improvisieren wir dann. Jo, fangen wir mal an, ne? So, das war schon mal Teil 1. Hier schraube ich dann meine Platte vor. Hier mache ich noch einen neuen Pfosten hin. Ne? Ja, kleines Fundament machen, Schnur spannen, einbetonieren. Weiter geht's. Okay, da haben wir jetzt das nächste Problem. Eigentlich war geplant, dass ich die Schnur jetzt hier rumspanne, ne, dass ich hier schön meine gerade Linie habe. Und jetzt gucke ich gerade so nach oben und da sehe ich gerade, dass ich meinen komischen Pfosten nicht so gesetzt habe, dass der mit dem Balken in der Flucht ist. Hat mich damals nicht interessiert, jetzt interessiert es mich, muss ich also mit einkalkulieren. Ausmessen, da unten noch einen Klotz nehmen und dann die Schnur spannen. So, ich werde jetzt also hier Beton reinmachen, eine richtig steife Mischung, dass der Stein dann oben drauf steht, ein bisschen über, ne, dass das Wasser auch ablaufen kann. Und dann mache ich hier in der Mitte einen Stützpfosten unter. Das sollte funktionieren. Ich hoffe. Jodele, das sollte passen. Na, dann kann ich die Bretterwand dann nämlich schön vorsetzen. Habe ich mir so überlegt, dann schlägt die, dann steht die bündig mit der Pfostenseite der linken und dann kann das Wasser da schön runterlaufen. Das ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich bin ja auch kein Maurer oder so. Jo, lassen wir es trocknen und dann schauen wir mal. An die Seite. Das müssen wir mal vor euch schützen. So, besser ist das, ne? Jetzt habe ich hier ein Problem, das hatte ich nicht einkalkuliert. Und zwar, dieser Stützpfosten von meiner Sitzecke, der muss sich irgendwie gesetzt haben, weil der steht nicht mehr gerade. Der ist irgendwie ein bisschen krumm. Keine Ahnung, auf jeden Fall kriege ich diesen blöden Pfosten jetzt nicht so gerade hin, wie ich es gerne hätte. Boah, muss man mal gucken, ne? Müssen wir so ein bisschen gesunde Toleranz irgendwie einrechnen. Schauen wir mal. Bin mir da gerade noch nicht so ganz sicher.
So, klappt doch alles. Gut, den habe ich jetzt erstmal ausgerichtet. Von den Seiten wird er da oben in den Balken reingeschraubt. Unten steht er jetzt natürlich auf dem Pfosten. Ja, würde sagen, das passt, ne? Könnte noch einen kleinen Tuck rüber, aber wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Also, oben festschrauben und gut ist. Jo, sieht's passt, hat Luft, ne? Und ist hier auch schön der Fluch, das sieht man natürlich gerade gar nicht. Macht nichts. Steht auch schön stabil. Denke mal, das wird halten, auch wenn es stürmt. Gut, oben festgeschraubt, bündig. Dann kommen da jetzt noch eine Querstrebe rein. Dann kommen die Platten davor. Dann sind wir wieder ein Stück weiter. So, dann gucken wir uns das doch jetzt mal an. Also, Pfosten steht unten auf dem Stein. Ist natürlich nicht perfekt und deswegen habe ich jetzt hier noch eine Strebe zwischengesetzt und die mit dem Sandbad verschraubt. Ne? Also, der steht jetzt richtig fest und kann nicht weg. Das ist toll. Hier ist noch eine Querstrebe reingekommen. Und hier ist noch eine Querstrebe reingekommen, weil ich ja von dieser Seite denn die Platten festschraube. Und das kann nicht verkehrt sein, wenn die noch in der Mitte auch noch mal so einen Auflagepunkt haben. Ne? Ich muss da zwei Platten nehmen. Das ist das Maß, was ich da gerade noch stehen habe. Eine große wäre natürlich besser, aber wenn man halt nur zwei schmale hat, nimmt man halt zwei schmale. Jo, denke mal, ist okay so. Werden wir sehen, wenn die ersten Herbststürme kommen. Aber ich denke mal, das wird wohl halten. Ne? Man muss ja auch mal ein bisschen Vertrauen in seine Arbeit haben. Notfalls hat man halt ins Klo gegriffen. So, schauen wir uns das mal an. Also, oben fünfmal festgeschraubt. In der Mitte, an den Seiten, unten, da unten schön ausgeklinkt, wo dieser komische Pfostenkantenstein, keine Ahnung, was das früher mal war. Und natürlich ein Durchschlupf, wo die Hühnchen jederzeit da rauskommen, weil da kommt ja noch ein Brett neben. Ne? Da schraubt man in dem Winter nur eine Platte vor und fertig ist der Lack. Gefällt mir ganz gut, sieht gut aus. Boah, ne? Das wird dann alles noch gestrichen. Und dann passt das. Yeah. Yes, I thought that this was meant to-